arbeite bei der Kibbutz Switzerland in der Schweiz, man hört es vielleicht. Und heute möchte ich Ihnen im Fokus zeigen, wie wir intern unsere Batterien recyceln. Aber ich möchte Ihnen auch den ganzen Kreislauf zeigen. Man hört immer mehr Kreislaufwirtschaft auch hinten angeschrieben. Also es ist immer wichtiger, einen Kreislauf zu bilden, die Rohstoffmaterialien so lange wie möglich im Kreislauf zu behalten. Und das möchte ich Ihnen heute zeigen. Kommen wir zum First Life. Wer sind wir? Wir sind 180 Mitarbeiter. Die Person, die hier sitzt, ist der CEO Martin Kibbutz, Familiengeschäft. Und er hat die Firma im 91 gegründet. Und wir produzieren Elektrofahrzeuge seit 30 Jahren. Das bekannteste Fahrzeug ist das gelbe dort, das Schweizer Postfahrzeug. Wir haben 6.500 Fahrzeuge in der Schweiz. Wir machen aber auch Seniorenfahrzeuge, vierrädrige, dann Cargos, haben auch ein Fun-Fahrzeug, was wirklich Spaß macht, und dann auch autonome Fahrzeuge, zum Beispiel mobile Briefträger, Briefkasten oder hier ganz neu ein Vierrad autonomes Fahrzeug für eine blinde Person, die wir entwickelt haben. Genau. Und am Schluss haben wir noch ein Fleet Management System, wo wir genau sehen, wo sich das Fahrzeug befindet, wer das Fahrzeug fährt und auch zum Beispiel für die Batterie, welche Temperatur, welchem State of Charge hat die Batterie, um danach die Batterie richtig einsetzen zu können, also am Ende des Lebens. Wir sind aber nicht nur in der... Man sieht nicht viele. Sollte eine Weltkarte sein. Wir sind nicht nur in der Schweiz tätig, sondern auch in Deutschland, in Asien, in Australien haben wir 3.500 Fahrzeuge. Und insgesamt fahren momentan etwa 25.000, 26.000 Fahrzeuge. Genau. Die Batterie, bei der wir jetzt den Kreislauf machen, setzen wir ein seit 2009. Also wir haben ja sehr alte Batterien. Also produzieren wir die Fahrzeuge, verkaufen sie und dann kommt eben das End of Life. Und was macht man nun mit solchen Fahrzeugen? Und was wir machen, wir kaufen die Fahrzeuge zurück. Nach 7, 8 Jahren kaufen wir sie zurück und machen ein Second Life. Das heißt, wir machen aus einem alten Fahrzeug ein neues daraus. Wir gehen wieder zurück. Und so können Sie sehen, dass wir 70% der Materialien wieder benutzen können. 21% der Materialien sind Materialien, die nicht direkt ins Fahrzeug gehen, aber an anderen Standorten gehen. Und wir haben nur 9% Abfall. Und so entsteht ein sehr, sehr nachhaltiges Fahrzeug. Wenn wir nun den Kreislauf der Batterie uns anschauen, wir bauen die Batterie aus, wir testen sie und definieren unser State of Health der Batterie. Batterien mit einem State of Health von über 85% gehen wieder in das Fahrzeug rein, also in das Second Life Fahrzeug. Durch das wird es nochmals nachhaltiger. Und Batterien mit einem State of Health von unter 85% setzen wir ein für andere Anwendungen. Und Batterien, die einen State of Health von unter 65% haben, die recyceln wir intern, damit wir den Kreislauf wieder schließen können. Kommen wir ganz kurz zum Third Life. Wir produzieren diese Produkte. Das Hauptprodukt ist ganz links ein stationärer Energiespeicher. In der Mitte haben wir ja einen Anhänger für unsere Fahrzeuge und einen Rollkoffer. Das Produkt kann man zu Hause montieren, verbinden mit einer PV-Anlage. Es ist sehr modular, locker bis 100 Kilowattstunden. Und wir haben ein System gebaut, bei dem wir die Zellen sehr schnell auswechseln können.
Und das ist wichtig, weil wir ein sehr starkes BMS-System haben müssen, weil jeder Zelle oder jede Batterie hat ein anderes Leben. Also es gibt Fahrzeuge, die in den Bergen fahren, bei sehr kalten Temperaturen, dann Fahrzeuge wie in Australien am Meer oder in der Stadt, Stop and Goes. So jede Batterie ist ein bisschen anders. Also braucht man ein sehr, sehr starkes BMS-System und jede Zelle wird dann reguliert, also ein aktives, passives BMS-System haben wir. Und so garantieren wir nochmals 7 Jahre auf, also auf das Produkt. Also haben wir insgesamt, können wir sagen, 14 Jahre, bevor die Batterie überhaupt recycelt wird. Nun aber zum Recycling. Unser Verfahren ist ein wenig anders als die anderen Verfahren. Wir holen direkt die Rohstoffe heraus aus der Batterie. Hier sehen Sie eine Zelle und das Aluminium, das Kupfer, das Graphit und das Lithium-Eisenphosphat. Wir haben eine Recyclingrate von etwa, also von über 91%. Man spricht hier von einem direkten Recycling und es ist chemiefrei. Wir setzen keine Chemikalien ein. Wir haben auch kein Black Mass. Vielleicht kennt ihr den Begriff Black Mass, kann ich danach auch erklären. Wir haben Anoden und Kathoden aktives Material. Wir können auch logistische Probleme lösen und vor allem den Kreislauf schließen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie heutzutage Batterien recycelt werden. Es gibt sozusagen 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass man verbrennt die Batterie. Das heißt, man verbraucht sehr, sehr viel Energie. Es entstehen viele Emissionen. Es entsteht auch eine Schlacke. Und die Recyclingrate ist so zwischen 40% und 60%. Das heißt, den Batteriekreislauf kann man so nicht schließen. Dann gibt es die andere Methode, die Hydrometallurgie. Dort wird die Zelle meistens geschreddert. Man erhält eine Black Mass, also vorher noch ein Gemisch, bei dem wir leichte Metalle und schwere Metalle trennen müssen, dann das Plastik trennen müssen und dann bleibt das bekannte Black Mass. Und hier muss man dann in den meisten Fällen setzt man Chemikalien ein, um diese Salze herauszuholen. Und das ist eigentlich auch okay, aber man muss schauen, wohin diese Chemikalien gehen. Und das wird manchmal vernachlässigt. Also nicht so umweltfreundlich. Und zusätzlich, wenn man eine Batterie schreddert, verändert man die Morphologie des Materials und man braucht auch viel mehr Teilschritte, um danach Material zu erhalten, welches eine gute Qualität hat, um wieder neue Batterien herzustellen. Und was wir machen, ist ein wenig anders. Wir lagern und bereiten die Zellen vor. Das ist ein sehr wichtiger Prozess. Danach trennen wir die Zellen mechanisch auf, also wir sagen sie auf, trennen die Hauptkomponenten und danach gehen wir einen Schritt weiter und trennen die Anode und Kathode mittels Wasser und schließen den Kreislauf. Hier könnt ihr sehen, wie so eine Entladungsmaschine aussieht. Sie ist relativ klein, weil wir im Moment nur etwa 2-3% aller unserer Zellen recyceln, da wir ja den Second Life und Third Life haben. Das heißt, die meisten Zellen gehen dort momentan. Und recyceln tun wir 2%. Was wir nun hier machen, wir entladen die Batterie. Wir haben ein Entladungssystem. Wir entziehen der Batterie genug Energie heraus, dass keine Gefahr mehr da ist. Aber wir gehen nicht auf 0 Volt. Das ist ganz wichtig, weil wenn man eine Batterie auf 0 Volt entlädt, dann entstehen Nebenreaktionen. Man beschädigt die Batterie, die Chemie und danach geht
dieses Recyclingverfahren nicht mehr. Also wir entladen die Batterie schonend. So sieht die Anlage aus. Sie wurde gebaut, damit wir produzieren etwa 3.500 Fahrzeuge pro Jahr und diese Menge sollten wir auch wieder recyceln. Und so haben wir diese Recyclinganlage gebaut. Sie läuft mit Solarenergie und sie wurde auch kompakt gebaut. Das heißt, wir planen, diese Anlage auch in einem Container zu bauen und danach den Container zum Kunden zu fahren und nicht die Batterien, die als Gefahrengut kategorisiert werden, durch das ganze Land hin und her transportiert werden müssen, sondern die Anlage geht zum Kunde und dort wird recycelt. Nun zeige ich euch oder Ihnen, wie diese Maschine funktioniert. Wir können 4 Zellen gleichzeitig einspannen. Wir sagen danach den Deckel ab. Hier seht ihr die Anode und die Kathode. Danach bohren wir ein Loch hinten und stoßen dann das Elektrodenpack in die nächste Glovebox. Nun ein manueller Schritt. Wir spannen den Separator oben ein und trennen dann die Anode und Kathode. Das heißt, wir schredden nicht, wir verändern die Morphologie nicht des Materials und wir haben von Anfang an trennen wir dann die Anode und die Kathode. Nun, wie kommen wir von der Anode, der Kupferplatte, Graphit und der Kathode, vom Aluminium und das Metalloxid zu reinem Kupfer und Graphit und die Aluminiumplatte und dem Metalloxid? Ganz einfach, mittels Wasser. Durch das, dass wir die Batterie nicht auf 0 Volt entladen haben, haben wir die Eigenschaften nicht verändert. Und hier lösen wir den Klebstoff auf und wir können dann ohne Chemikalien, ohne zusätzliche Energie das Ganze voneinander trennen. Ich habe hier ein kleines Video, wie es aussieht bei einem Laborversuch. Das ist Echtzeit, das ist Wasser und so nach 20-30 Sekunden geschieht es dann, dass sich das Metalloxid von der Aluminiumplatte trennt. Also man braucht keine zusätzliche Energie, Raumtemperatur, Wasser. Wenn man nun eine ganze Platte nimmt, dann sieht das so aus. Und dann haben wir eine schöne Aluminiumplatte. Das heißt, am Ende des Prozesses haben wir von einer normalen Plastikzelle, holen wir das Aluminium raus. Wir holen das Metalloxid raus, wir holen die Kupferplatten raus, also den Separator, die Kupferplatten, das Graphit und das leere Gehäuse. Und so erzielen wir erstens eine sehr hohe Recyclingrate von mindestens 91%. Was wir momentan nicht herausholen, ist der Elektrolyt. Genau, aber jeder einzelne Feststoff in der Batterie holen wir heraus. Und wir arbeiten zusammen mit der EMPA, ist ein Institut in der Schweiz. Und die analysieren uns dieses Material, geben uns dann Feedback, wie rein das es ist, wie rein das Material ist. Und wir produzieren auch wieder neue Knopfzellen daraus und sehen, wie die Eigenschaften der Batterie ist. Das heißt, das Aktivmaterial setzen wir direkt für Knopfzellen ein und schauen, wie die Eigenschaften ist, mit dem Ziel, diesen Kreislauf zu schließen. Natürlich gehen die Aluminium- und Kupferplatten direkt zum Kupfer- und Aluminium-Recycler. Gut, komme ich zur Zusammenfassung.
Mit diesem Prozess seht ihr, dass wir sehr, sehr umweltfreundlich arbeiten, also auf Wasserbasis. Mit diesem ganzen Second, Third Life und Recycling und dieser rohe Recyclingrate können wir einen sehr hohen CO2-Fußabdruck senken. Wir haben sehr eine effiziente Art, das Aktivmaterial voneinander zu trennen, und vor allem verändern wir die Morphologie nicht und die Reinheit bleibt. Also beim Schredden ist es dann auch wirklich sehr schwer, das so rein zu bekommen. Was wir momentan machen, wir automatisieren diesen Wasserprozess. Momentan arbeiten wir viel von Hand und es dauert einfach lange. Und diesen automatisieren wir. Wir verbessern die Qualität mit dem Ziel, den Kreislauf dann komplett zu schließen. Ich habe noch einige Minuten, falls ihr Fragen habt. Ansonsten. Ganz herzlichen Dank.